Im Grunde genommen ist der erste Tag immer sehr viel verbunden mit organisatorischen Themen. Dass erstmal alle hier ankommen an der Kollau, erstmal ihren Spin finden. Und sieht man dann ja auch beim Training, dann ist immer viel Gebrabbel erstmal. Die Jungs müssen dann auch erstmal wieder sich austauschen. Ich glaube, dafür war das ein anständiges erstes Training. Nicht nur die Neuen, sondern auch so ums Team herum haben wir auch wieder ein paar Kleinigkeiten verändert. Das lässt es dann doch schon immer so ein bisschen nach einem Restart oder nach einem Neustart aussehen. Es ist immer so ein bisschen wie damals in der Schule. Ferien, da wollte man unbedingt in die Ferien rein und gegen Ende war man dann froh, wenn die Ferien auch endlich zu Ende waren. Also ich habe richtig Bock, auf dem Platz zu stehen und freue mich, dass es jetzt endlich wieder losgeht und man sich auch bewegen kann. Mit Kofi war ich schon ein bisschen unterwegs. Den Buchti habe ich auch schon ein bisschen kennengelernt und so. Also gute Jungs dabei. Man hat auf jeden Fall wieder Bock. Man hat es gemerkt, jetzt alle waren wieder voll dabei, hatten Fußballschuhe an und ja, macht Spaß. Es ist eine geile Liga, geile Teams sind dabei, geile Stadien. Deswegen, und ja, St. Pauli ist natürlich ein Hammerverein.